Hallo, schön, dass ihr hier seid. Sowohl physisch als auch einige auf Twitter, wahrscheinlich digital. Bei unserer Pressekonferenz heute werden wir die IFA-Studie vorstellen, die heute veröffentlicht wird und in der es um die Gesundheitskosten von Luftverschmutzung in Städten geht und auch die Rolle, die der Transportsektor dabei spielt. Bevor es losgeht, muss ich mich entschuldigen, dass Herr Professor Dr. Witt leider nicht dabei sein kann. Er sollte uns heute als Gesundheitsexperte unterstützen und musste gestern leider kurzfristig absagen. Nochmal Entschuldigung dafür. Genau, dann sage ich erstmal, wer wir sind natürlich. Wir sind Changing Cities, der Verein, der den Volksentscheid Fahrrad initiiert hat, der dann zum ersten Mobilitätsgesetz Deutschlands geführt hat. Wir wollen in Berlin und mittlerweile auch deutschlandweit die Verkehrswende von unten vorantreiben. Und unser Ziel sind lebenswerte, nachhaltige und soziale Städte. Ja, warum arbeitet Changing Cities in dieser Studie mit IFA zusammen? Es ist ja so, dass in letzter Zeit immer mehr Verkehr oder immer mehr Sekundäreffekte durch motorisierten Verkehr entstehen, also auch Hitze, Luftverschmutzung natürlich. Und das sind Effekte, die Menschen vielleicht nicht direkt immer wahrnehmen, aber sie sind da. Und wir als Verkehrs-NGO denken, dass wir uns auch mit diesen sekundären Effekten von Verkehr auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel Luftverschmutzung. IFA, das ist die NGO, die diese Studie in Auftrag gegeben hat. IFA ist der größte Dachverband für NGOs im Gesundheitssektor. Ihr gehören 89 Mitgliedsorganisationen in 21 Ländern an. Das Ziel von IFA ist es, die öffentliche Gesundheit zu fördern. Und deswegen wollen sie, dass das Thema Gesundheit in alle politischen Entscheidungsprozesse einbezogen wird, in der EU-Politik. Außerdem soll es einen transparenten Informationsfluss zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geben. Genau, IFA hat, wie gesagt, diese Studie in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde sie von CI Delft. Das ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut mit Sitz in Niederlanden. CI Delft berät staatliche Einrichtungen, NGOs und Industrie, also einfach Strukturen, die sich nachhaltiger entwickeln wollen. Ja, jetzt kommen wir der Studie näher. Was waren die Ausgangsfragen? Die ForscherInnen haben sich gefragt, wie hoch sind eigentlich die sozialen Kosten von Luftverschmutzung? Also die gesundheitsbedingten Kosten wurden hier untersucht. Das heißt, wie viel kostet die Gesellschaft Luftverschmutzung eigentlich? Und in einem zweiten Schritt haben sich auch gefragt, wie kann man diese Kosten verändern durch Veränderungen des Mobilitätsverhaltens? Für diese Studie wurden 432 Städte in 30 europäischen Ländern untersucht. Es wurde dabei auf Daten zurückgegriffen von offiziellen Messstationen, also die von diesen Messstationen übermittelt wurden. In der Studie wurden die physischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit quantifiziert, also sozusagen die Gesundheitsauswirkungen verschiedener Schadstoffe auf den menschlichen Körper. Und diese Quantifizierung basiert auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Anschließend wurden diese Gesundheitsauswirkungen dann monetarisiert, das heißt, es wurde in Geld umgerechnet, wie groß der gesundheitliche Schaden ist. Die Grundlage dafür ist das Handbuch für externe Kosten der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission. Ja, die sozialen Kosten. Ich gehe noch mal kurz auf dieses Konzept ein. Die sozialen Kosten bestimmen den Wohlstand einer Gesellschaft und werden sowohl durch Markteffekte als auch durch Nicht-Markteffekte bestimmt oder sind zusammengesetzt aus diesen beiden Effekten. Markteffekte ist alles, was man in Geld ausdrücken kann, was irgendwo im BIP sich wiederfindet, also beispielsweise Kosten für Medikamente, Krankenhausaufenthalte und so weiter. Und Nicht-Markteffekte sind alle Dinge, die man nicht kaufen kann, wie Gesundheit, Lebensqualität und so weiter. Bei der Luftverschmutzung ist es so, dass sie vor allem Nicht-Markteffekte hat. Das heißt, die Kosten trägt vor allen Dingen die Gesellschaft. Die sozusagen nicht finanziellen Kosten, die die Gesellschaft tragen muss, sind höher als die Marktkosten. Und deswegen wurden in dieser Studie eben auch wurden diese Kosten in Geld umgerechnet.
Zur Methode, wie gesagt, die Luftqualität wurde gemessen an Messstationen in ganz Europa, also Messstationen für zwei verschiedene Feinstaubpartikel, PM10 und PM2,5, sowie Ozon- und Stickstoffdioxid. Anschließend wurden dann die Kosten berechnet, die jede Gesundheitsauswirkung durch jeden Schadstoff hat für jede Stadt. Also beispielsweise Stickstoffdioxid hat eine Gesundheitsauswirkung wie Bronchitis oder Asthma. Das heißt, alle Gesundheitsauswirkungen für jeden Schadstoff und jede Stadt wurden berechnet. Und am Ende hat man dann die Gesamtschadenskosten für jede dieser 432 Städte berechnet, indem man diese ganzen Kosten zusammengerechnet hat. Ja, die Schadstoffe, die in dieser Studie untersucht wurden, sind Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid, weil es einfach die drei Schadstoffe sind, die vor allen Dingen durch Verkehr, durch motorisierten Verkehr ausgestoßen werden. Feinstaub ist einer der Schadstoffe, die hauptsächlich durch Verkehr entstehen. Gesundheitsschäden sind unter anderem Schleimhautreizungen, bis hin zu Thrombose, Kreislauferkrankungen, Lungenkrebs und dementsprechend auch vorzeitige Todesfälle. Stickstoffdioxid ist auch etwas, was bei motorisiertem Verkehr sehr massiv entsteht, vor allen Dingen in Städten. Ist der Straßenverkehr die bedeutendste Stickstoffdioxidquelle. Gesundheitsschäden, Gesundheitsauswirkungen sind Atemnot, Husten, Bronchitis, und auch wieder eine erhöhte Sterblichkeit. Schließlich Ozon. Gesundheitsschäden bei Ozon sind Dysfunktion der Lunge, Erkrankung der Atemwege und außerdem werden allergische Symptome begünstigt. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu den Ergebnissen und da gebe ich weiter an meine Kollegin Frau Sörensen. Alles klar. Genau, wir kommen jetzt zu den Ergebnissen. Die Studie ist, wie gesagt, für ganz Europa eben und bezieht sich also nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern auf 130 Millionen Städterinnen. Und wenn man die alle zusammenzählt, kommt die Studie auf eine Gesamtquantifizierung der sozialen Kosten im Jahr 2018 auf mehr als 166 Milliarden Euro. Also keine kleine Zahl. Wenn wir die fünf Städte gucken, die am höchsten Belastungen, also die höchsten sozialen Kosten haben durch Luftverschmutzung, liegt London als erste von den 432, ist eine große Stadt, 8,8 Millionen Einwohner und hat Kosten von 11,38 Milliarden Euro pro Jahr. In 2018 war es. Als zweite haben wir Bukarest, Rumänien, eine viel, viel kleinere Stadt, aber mit einer wesentlich höheren Umweltverschmutzung, also Luftverschmutzung. Und die kommt deswegen auf eine sehr hohe Zahl von 6,38 Milliarden Euro. Auf dem dritten Platz liegt erstaunlicherweise und etwas unheimlich für uns, die hier sitzen, Berlin. 3,5 Millionen Einwohnerinnen, die Zahl ist von 2016. Hier entsteht ein Gesamtschaden durch Luftverschmutzung pro Jahr von 5,24 Milliarden Euro. Weiter geht es auf den vierten Platz mit Warschau, eine sehr kleine Stadt, also die kleinste bisher, mit 4,22 Milliarden und als dritte, Entschuldigung, jetzt kann ich nicht mehr zählen, auf dem fünften Platz Rom mit 2,6 Millionen Einwohner hat 4,11 Milliarden Euro Schaden. Gucken wir uns die Gesamtkosten nur in Deutschland an. Die ersten Städte, nicht so wie das zu erwarten ist im Prinzip, ist Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg und Essen, wie hier aufgezeichnet. Die Gesamtkosten pro Jahr sind eben, unterscheiden sich je nach Größe der Stadt und je nach Luftverschmutzungsgrad natürlich.
Wenn wir dann die ersten 24 Städte angucken auf dieser Liste in der Untersuchung, da sehen wir, dass wir 5 deutsche Städte unter den 24 ersten haben mit den höchsten Schadkosten, verursacht durch Luftverschmutzung. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl, finde ich. Gehen wir weiter und gucken die Pro-Kopf-Kosten. Also nicht mehr die Gesamtkosten, weil die sind ja nur zum Teil aussagekräftig, sondern wenn man das umrechnet auf Pro-Kopf-Kosten, dann liegt München in Deutschland ganz weit vorne. Und wir sehen hier in den obersten ersten 18 Stück Städte sind Berlin dann nicht mehr dabei. Wir haben einen europaweiten Durchschnitt von 1.276 und das kann München locker schlagen mit 1.984, Berlin übrigens auch mit 1.468. Wir liegen also in vielen deutschen Städten weit über den Durchschnitt in Europa. Was die Studie weitermacht, ist, die versucht, die Kosten als Prozent des BPI, also des Bruttoinlandsproduktes, umzurechnen. Und wenn wir die deutschen Städte hier angucken, sehen wir, dass Berlin leider wieder ganz weit vorne liegt mit 4,65%. Und dann geht es weiter mit anderen, Leverkusen, Nürnberg, Frankfurt und so weiter. Und wir haben da einen europaweiten Durchschnitt von 3,9. Man muss sagen, die Bandbreite, diese Prozentsatz von Bruttoinlandsprodukt liegt von in manchen rumänischen Städten auf 10% fast und geht in anderen runter bis ganz wenige Prozent, also um die 1%. Da ist also eine sehr große Breite hier von diesen Prozentsätzen. Die Studie widmet sich auch einem ganz wichtigen, für uns sehr wichtigen Aspekt für Changing Cities, nämlich die Rolle des Verkehrs. Sie versucht die Rolle oder den Stadtverkehr zu quantifizieren und das macht sie, indem sie ökonometrische Verfahren verwendet. Also die guckt zum Beispiel, wie weit sind die Arbeitswegen in der Stadt, wie viele Menschen haben ein Auto, wie ist das Verkehrsverhalten, das Mobilitätsverhalten und versuchen, diese weichen Zahlen, sagen wir mal, also zu monetarisieren und zu quantifizieren und umzubauen. Und die kommen zum folgenden Schluss. Ein Anstieg um 1% des durchschnittlichen Arbeitsweges führt zu einer Zunahme von 0,29% der sozialen Kosten durch Feinstaub, PM10-Ausstoß und einer Zunahme von 0,54% der Kosten aufgrund von Stickoxidemissionen. Zweite Ergebnis, steigt die Anzahl der Autos in einer Stadt um 1%, steigen die Gesamtkosten um fast 0,5%. Es gibt wohl also hier eine eindeutige Korrelation zwischen Kosten und dem Autoverkehr. Was ganz wichtig ist und worauf die Studie auch hinweist, ist, dass es gibt natürlich Unsicherheiten. Diese Studie ist eine Studie, die vorhandenen Zahlen nimmt und zusammen berechnet und untersucht und man kommt typischerweise bei dieser Art von Untersuchung auf eine Unsicherheit von 30-40%. Das klingt nach einer ganzen Menge, ist es natürlich auch. Das heißt, alle Zahlen, die bisher genannt wurden, können also 30, ein Drittel höher oder ein Drittel weniger geringer sein. Trotzdem, auch wenn wir die Zahl von Berlin nehmen, über 5 Milliarden, auch wenn es ein Drittel weniger ist, sind wir immer noch in einer Höhe, wo wir denken müssen, das ist nicht zu ignorieren mehr. Was weiter ist, zu einer Unsicherheit gehört, ist, dass die Studie auf die gemeldeten Angaben gehören, also nicht aus schon vorhandenen Messstationen und diese Angaben zur Luftqualität. Diese wird sehr unterschiedlich überwacht in Europa. In manchen Städten wie Berlin findet die Studie, dass sie relativ gut bewacht werden oder überwacht werden. In anderen Städten ist das nicht der Fall. Hier ist natürlich eine große Grauzone, wo man nicht genau weiß, sind die Zahlen tatsächlich richtig. Sind aber offizielle Zahlen. Was aber ganz wichtig ist bei dieser Studie, ist, es ist die erste europaweite Studie, die in diesem Maßstab das Problem der Luftverschmutzung untersucht. Normalerweise werden lokal was untersucht, man wird hier und dort. Eine so große Studie wie diese mit 432 Städten wurde bisher noch nicht durchgeführt.
Ich möchte noch kurz am Ende auf die Grenzwerte einen Blick werfen auf die Grenzwerte, und zwar, weil wir mit diesen vier untersuchten Schadstoffen doch einen erheblichen Unterschied haben zwischen den Grenzwerten der EU und die der WHO. Für die beiden Feinstaubsorten, also 2,5 und 10, liegen die EU-Grenzwerte weit über die der Weltgesundheitsorganisation. Und dazu kommt, dass der PM10-Feinstaub, der darf in Europa eine Überschreitung bis zum 50 Mikrogramm pro Quadratmeter pro Jahr. Diesen Wert darf 35 Mal überschritten werden. Das erlaubt die WHO gar nicht. Bei Stickoxide sieht es besser aus auf den ersten Blick. Das sind die Grenzwerte gleich, eben 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wenn man allerdings die Stundenwerte guckt, nämlich dann haben wir auch eine ähnliche, also 200 Mikrogramm pro Kubikmeter pro Stunde ist der Grenzwert für beide Organisationen. Allerdings darf hier auch in der EU dieser Grenzwert 18 Mal pro Jahr überschritten werden. Die WHO erlaubt dies nicht. Der Ozonwert, ein 8-Stunden-Wert, wird auch unterschiedlich eingestuft. Die EU liegt da auch höher als WHO. Das ist, wenn man das anguckt im Gesamtbild, erscheint es uns verständlich, dass viele sagen, wir müssen in der EU die Grenzwerte der WHO als unsere Grenzwerte übernehmen. Welche Folgen hat das? Wir wissen und haben ja gesehen in ganz Deutschland, die Luft hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verbessert für alle vier Schadstoffe. Aber wir müssen auch feststellen, die bisherigen Versuche, die Luftverschmutzung zu begrenzen, sind unzureichend. Wenn wir auf solche Kosten, Schadkosten kommen als Folge, müssen wir weit, weit mehr unternehmen. Stickoxid und Feinstaub entstehen maßgeblich beim motorisierten Verkehr. Wir brauchen deswegen eine nationale Mobilitätsstrategie, die den Kraftverkehr gezielt reduziert. Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, werden wir dieses Problem der Luftverschmutzung nicht in den Griff kriegen. Und zuletzt, konkret für Berlin, wir haben ein Mobilitätsgesetz. Es spricht von dem Vorrang des Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehrs des Umweltverbundes. Dieses Gesetz muss sowohl aus gesundheitlichen, aber auch aus finanziellen Gründen noch konsequenter umgesetzt werden, als es bisher passiert, damit wir diesen Gesundheitsproblem in den Griff kriegen. Dankeschön erstmal von uns. Mein Name ist Raunhild Sörensen, Antje Heinrich. Wir sind beide von Changing Cities. Wir beantworten gerne Ihre Fragen, wenn da welche sind. Dankeschön fürs Zuhören. Die Frage war, wie man die Werte vergleichen kann aus den verschiedenen Städten, da sie ja sehr unterschiedlich sind. Und das ist genau der Punkt. Es ist sehr schwer, die einzelnen Städte untereinander zu vergleichen. In der Studie, das kann man tatsächlich schwer machen, weil wir nur die Zahlen haben, die wir haben. Also man kann sich wünschen, das sagt die Studie auch explizit, die wünschen sich, dass die Messstationen ausgebaut werden in ganz Europa, damit man bessere Zahlen hat, weil dann hat man natürlich auch eine bessere Grundlage, um die Städte untereinander zu vergleichen. Was konkret Berlin betrifft, wir haben in Berlin, ist eine relativ große Stadt, mit einem nicht so, also was man Average Income nennt. Ne? Also wir sind jetzt nicht die ganz Reichen, so wie München, wo man sieht, dass die Pro-Kopf-Kosten dann sehr steigen. Diese beiden Faktoren sind sehr entscheidend dafür, dass Berlin so relativ hoch kommt. Was die Studie auch sagt, Holländer, also die Niederländer, die Studie gemacht haben, sind der Meinung, dass tatsächlich die Zahlen in Berlin relativ zuverlässig sind. Also auch im Vergleich, im Europavergleich auch.
Richtig. Also ich meine, deswegen auch diese Unsicherheiten, die muss man einfach mit reinnehmen. Das wäre auch unfair zu sagen, wir sprechen jetzt hier von einer in Stein gemeißelten Wahrheit. Das ist eine Studie, die versucht, zum ersten Mal die Kosten, die Gesamtkosten in Europa zu fixieren und zu benennen. Normalerweise reden wir nicht darüber, dass Luftverschmutzung Geld kostet, in dem Sinn. Und das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende, dass wir hier auf einmal Zahlen haben, worüber wir reden können. Und wir können auch gerne darüber reden, vielleicht sind die zu hoch, vielleicht sind die zu niedrig. Aber dass es keine Schadkosten entstehen, ich glaube, da müssen wir drüber hinweg. Wir müssen zu dem Punkt kommen und sagen, was ist uns das wert? Was wollen wir, ist es uns das wert, dass diese Kosten entstehen? Und dann können wir gucken, wie hoch die sind. Aber das ist das Entscheidende, dass wir das anfangen, dass wir Luftverschmutzung einen Wert beimessen. Weil erst dann können wir damit umgehen. Aber die Unsicherheit drückt sich in den 30-40% aus oder bezogen die sich auf die Messgenauigkeit? Ich würde sagen, die liegen bei den 30-40% mit drin. Das gehört dazu eben, dass die Messdaten ungenau sind. Ja. Bist du Fragen, Antonia? Genau, also die Kosten wurden in Geld umgerechnet. Das sind keine Kosten, die irgendwo erscheinen in einem Budget oder einem Haushalt einer Stadt, sondern die Studie hat versucht, die sozialen Kosten, die Kosten, die Gesellschaft trägt, die eigentlich nichts kosten, wie eben Gesundheit, Lebensqualität, umzurechnen in Geld, um einfach mal zu zeigen, wie hoch die Kosten sind, die Gesellschaft trägt. Genau. Ja, also ich weiß nicht, ob man die Frage verstanden hat. Ich wiederhole sie nochmal. Also wie drückt man zum Beispiel in Geld aus, wenn jemand stirbt? Da hat die Studie sich auch bezogen auf, das hatten wir am Anfang, genau, es gab schon viele andere Studien vorher, die wirklich versucht haben zu berechnen, wie viel kostet ein Menschenleben, wie viel kostet es, wenn man ein paar Jahre lang Asthma hat und so weiter. Und auf diese Studien haben sie sich bezogen. Die WHO zum Beispiel hier steht es nochmal, die Monetarisierung wurde im Grunde in Geld umgerechnet auf Grundlage dieses Handbuchs von der Europäischen Kommission, Handbuch der externen Kosten. Da wurde eben aufgeschrieben, okay, wie viel kostet in dem und dem Land es, wenn jemand so und so viele Tage nicht arbeiten kann oder so und so lange krank ist. Ja, das ist eben eine sehr, sehr komplexe Rechnung. Das kann man nicht so runterbrechen. Also das ist wirklich, was wir jetzt erklärt haben. Also die haben die Daten genommen, die übermittelten Daten. Dann haben sie die physischen Auswirkungen quantifiziert auf diesem Bewertungsrahmen der WHO basierend, haben das irgendwie quantifiziert und dann in Geld umgerechnet. Und das haben sie aber auch angeglichen an den Lebensstandard zum Beispiel in einer Stadt, an die Altersstruktur einer Stadt, an wie viele Leute dort wohnen natürlich. Genau, das ist eine relativ komplexe Rechnung, ja. Aber wenn Sie das genauer wissen wollen, man kann die Studie sicher auch anschauen und auch nochmal nachfragen bei IFA. Doch, die Frage war, ob Berlin so schlecht erscheint wegen der Größe der Stadt. Und das ist so, ja, es hängt mit der Größe zusammen,
aber es hängt natürlich auch mit der Luftverschmutzung, mit dem Grad der gemessenen Luftverschmutzung, um ganz genau zu sein. Ne? Also klar, das ist sicher so. Es hängt aber auch mit dem damit zusammen, wie reich eine Stadt ist, weil an Gesundheitskosten sind nicht identisch überall. Und eine reiche Stadt sind Gesundheitskosten vielleicht doch teurer als in einer ärmeren Stadt. Also das sagen wir mal, verlorene Arbeitszeit ist vielleicht mehr wert in einer sehr reichen Stadt als in einem sehr kleinen Dorf. Sagen wir mal so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, aber ich versuche das nur klar zu machen, wie diese Unterschiede zustande kommen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, der Vergleich der Städte ist nur bedingt relevant, ist auch nur bedingt überhaupt durchführbar. Entscheidend ist eher, wenn wir auf die tatsächlichen Kosten, entweder pro Kopf oder als Teil des oder als Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dann sehen wir natürlich andere Zahlen, die dann wiederum besser vergleichbar sind. Ja, genau, also das kommt darauf an, ob man jetzt die Gesamtkosten pro Stadt nimmt oder pro Kopf oder pro BIP. Also bei Gesamtkosten ist es natürlich ganz oben, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Stadt einfach sehr groß ist. Was pro Kopf angeht, ich glaube beim BIP, genau, da haben wir es nochmal. Genau, was die Pro-Kopf-Kosten angeht, ist Berlin, glaube ich, auf Platz 20, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und beim BIP, genau, da ist Berlin auch wiederum auf Platz 1, ja. Ach, falsche Richtung. Ach, Blödsinn, ja. Okay. Beantwortet das die Frage? Ja. Berlin hat 1468 ne, pro Kopf. Das kommt nicht mit in dieser Studie oder in dieser Tabelle, weil es so weit unten ist, aber das wäre die Zahl für Berlin pro Kopf. Ja? Also die Frage nochmal, diese Pro-Kopf-Kosten, ist das sozusagen privat, was jeder trägt oder auch, was die Stadt trägt? Es ist beides. Es wurden ja die Markteffekte und die Nicht-Markteffekte mit einbezogen. Und genau, also das kommt natürlich immer auf den individuellen Einzelfall an. Das sind jetzt Durchschnitte. Ja, und ich würde vielleicht dazu ergänzen, es sind ja keine Kosten, die irgendwo auf dem Bankkonto liegen, beziehungsweise welche, die die Stadt direkt ausgibt, beziehungsweise einer Person irgendwo ausgibt, wo man das messen kann. Das sind Kosten, die entstehen, die irgendwo versteckt sind in dem Leben, das wir gerade leben. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, Berlin zahlt 5,24 Milliarden im Jahr irgendwo hin auf ein Konto, damit die Luftverschmutzung so hoch ist oder so. Also Quatsch, ne? Das sind Zahlen, die versuchen, etwas zu messen, was wir normalerweise nicht in Euro und Cent ausdrücken. Gut, wenn da keine weiteren Fragen sind, dann würde ich sagen, danke fürs Kommen. Wir merken, es ist Corona auf jeden Fall, aber vielen Dank auch fürs Zuhören. Dankeschön. Ist jetzt nicht mehr live. Das war's.